schrilles Quieken und schon zappelt Bambi im Maul eines Kannibalenkamels. Schockiert beobachten Besucher eines Tierparks im Nordosten Chinas diese Szene. Ein Trampeltier beißt in den Rücken eines Hirschkalbs, zerrt das Jungtier mit kräftigen Zähnen durchs Gehege. Mit lauten Rufen versuchen die Beobachter, das Kamel einzuschüchtern, doch immer mehr Höckerträger scharen sich um die Szene. Lokalmedien zufolge soll das Trampeltier hier wirklich versuchen, den Babyhirsch zu fressen. Die Kamele in diesem Tierpark seien sehr schlecht genährt. Tierexperten bestätigen, dass Trampeltiere, eigentlich Pflanzenfresser, in großer Hungersnot eine Ausnahme machen. Und da Hirsch und Kamele beide zur Familie der Paarhufer gehören, wird dieses Kamel sogar beinahe zum Kannibalen. Alarmiert durch die Hilferufe der Besucher schreitet hier ein Zoomitarbeiter ein und bringt das verschreckte Kalb zurück ins Nebengehege. Sicher ist sicher. Übrigens, laut Tierpark ist das vermeintliche Kannibalenkamel einfach nur von Bambi genervt gewesen und hat wohl deshalb zugebissen.